So, hallo, ich bin jetzt, ja, es schaut so aus, als wäre ich jetzt schon live. Ja, das ist das zweite Mal heute. Das ist sehr aufregend für mich und ja, ich freue mich, wenn wer zuhört. Ich habe das erste Mal, dass ich überhaupt ein Live-Video angekündigt habe. Ja, worum geht's heute? Ich habe in den letzten Tagen ganz intensive Erinnerungen an mein erstes Pferd. Und ja, und das hat dann für mich so weitreichendere Erkenntnisse gebracht. Und ja, und das möchte ich gern teilen, weil ja, das für mich einfach eine sehr wichtige Erfahrung war. Also ich habe mir mein erstes Pferd vor circa, also da war ich 19, gekauft. Das war eine Fuchsstute. Ich weiß nicht mehr, wie alt sie war. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie lange ich sie gehabt habe. Ich weiß nur, sie war in dem Stall, wo ich reiten gelernt habe. Und es hat sich aber niemand um sie gekümmert und es wurde keine Einstellgebühr gezahlt. Und ich habe öfters die Gelegenheit gehabt, sie aber zu reiten, weil eben sonst niemand da war. Und sie war sehr schwierig verschrien. Und dann war es so, dass sie eben zum Schlachter hätte kommen sollen. Und ich habe damals, dann, das wollte ich also überhaupt nicht. Und mir hat dann jemand also Geld geborgt, sodass ich die Möglichkeit hatte, sie praktisch um bei der Versteigerung zu erstehen. Und dann, was mir, also in Erinnerung nach wie vor ist und viele Jahre habe ich auch diese Geschichten erzählt, dass sie halt einfach so ein schwieriges Pferd war, kaum zu reiten und das, also sie hat die verrücktesten Dinge gemacht, war unberechenbar, also geschlagen und gebissen und ist mehrmals mit mir vor einen Lastwagen gesprungen oder sogar auch einmal von einer Brücke runter, also so an die Uferböschung runter, so gerade, dass man nicht im Wasser gelandet sind. Also das sind so die Erinnerungen, die ich habe und das sind auch die Geschichten, die ich jahrzehntelang über sie erzählt habe, obwohl sie mir jetzt die letzten Jahre überhaupt nie in den Sinn kam. Und seit, ja, seit ein, zwei Wochen habe ich diese Zeit, wie ich da im Stall war, und also ich habe mit 16 zu reiten begonnen durch meine Schwiegermutter, die hatte ein eigenes Pferd und ab dem Zeitpunkt habe ich fast alle Nachmittage mit ihr im Stall verbracht und habe durch sie auch die Möglichkeit gehabt, reiten zu lernen. Und ja, und diese Zeit war einfach sehr präsent und dann tauchte also immer wieder Tosca auf. Und immer wieder und immer wieder. Und sie war so intensiv da, dass ich dann irgendwann gefragt habe, also was ist das? Was gibt es da für eine Botschaft dahinter? Oder wieso ist die so intensiv da? Und auf einmal war es dann klar für mich, dass mit diesem Pferd, dass dieses Pferd nicht verrückt war und nicht blöde Sachen gemacht hat aus dem Nichts heraus, sondern dass ich ja praktisch die Ursache war. Ich mache seit 15 Jahren, biete ich Seminare an mit dem Thema Das Pferd ein Spiegel. Und diese Verbindung, diese Verknüpfung, dass dieses erste Pferd auch mein Spiegel war. Mein Spiegel zu einer Zeit, wo ich mir der Traumata, die in meiner Frühkindheit und Kindheit passiert sind, in keiner Weise bewusst war. Also ich war so dissoziiert, dass ich, also ich habe immer erzählt, ich hatte eine glückliche Kindheit und erst vor 3, 4 Jahren habe ich,
begonnen, da wirklich hinzuschauen. Und seitdem weiß ich, dass diese glückliche Kindheit nicht so glücklich war, sondern dass da massive Traumata passiert sind, also seitens meiner Großmutter und auch meines Vaters. Und ja, und dieses erste Pferd, das ich damals eben hatte, Tosca, die hat schon einfach die Spitze von dem einfach, sie hat mich gespiegelt. Sie hat mir die Anteile gespiegelt, deren ich mir überhaupt nicht bewusst war. So hat praktisch die Heilung dieser Traumata schon vor 39 Jahren begonnen. Und nochmal ausschlaggebend, warum ich mich jetzt entschlossen habe, da heute extra ein Video dazu zu machen, war ein Erlebnis, das ich gestern vorm Schlafengehen hatte. Und ich habe darüber heute schon am Nachmittag mit Angie Bryers gesprochen. Und zwar ist gestern Folgendes passiert. Ich habe am Abend Fotos durchsucht und hatte geschaut, wie viele Fotos habe ich denn da jetzt von der Roxy, von der Tosca. Und ja, habe dann einige gefunden und bin also praktisch sehr präsent mit ihr verbunden, wollte ich schlafen. Und bevor ich eingeschlafen bin, habe ich also absolut die Empfindung gehabt, dass eine Entität sozusagen in mich hineinsteigt. Und ich hab wahrgenommen, also das kam so seitlich von hinten, von der rechten Seite, hinten rechts kam sie rein. Und dann habe ich gespürt, wie auf einmal aus meinen Händen Vorderhufe wurden und aus meinen Beinen Hinterhufe. Und wie sich mein Hals gestreckt hat und wie sozusagen mein Gesicht so in einen Pferdekopf hineingepoppt ist. Und das war ein Gefühl, also wenn mir das wer erzählt, sage ich ja, der spinnt, sowas gibt es nicht. Und es war aber so echt, so real, dass praktisch die Tosca, mit der ich mich so beschäftigt habe, dass die jetzt dann in mich hineingekommen ist. Und sie hat mir dann ein Bild vermittelt, und zwar das Bild. Sie hat mir die Emotionen geschickt und gezeigt, warum sie so gehandelt hat. Da war Gefühlschaos, da war Angst, da war Aufregung. Und das kam durch mich als Reiter in sie rein. Und das hat sie mir einfach so, das war so klar, was da gerade passiert. Ja, sie hat mir gezeigt, wie es ihr ging, als ich sie, wie ich 19 war oder so, geritten bin. Und dass sie durch ihre verrückten Handlungen und durch ihr Herumhupfen und durch ihr Unruhigsein praktisch nur mich gespiegelt hat und aber dadurch auch meine Emotionen ausagiert hat, deren ich mir zu der Zeit überhaupt nicht bewusst war. Und ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat, gestern am Abend, vielleicht so, ich kann schwer schätzen, eine halbe Stunde oder so, und dann hat sich das beruhigt und es hat sich wieder gelöst und ich bin dann eingeschlafen, ich habe durchgeschlafen und heute in der Früh habe ich das nochmal realisiert, was da los war. Und dann ist mir eingefallen, dass sowas sehr, sehr leicht oder wirklich möglich ist, dass man sozusagen energetisch in jemanden hineinschlüpft, weil das habe ich also eben mit Angie Bryers schon erlebt. Unsere Stute, die Tessa, die voriges Jahr gestorben ist, hat mehrmals ganz intensiv die Angie in Australien sozusagen kontaktiert, und die Angie konnte damals auch ihren Schmerz spüren, das ist ein Schmerz des Pferdes. Also ich weiß, dass sowas möglich ist, aber also das dann selber wahrzunehmen, ist also noch einmal eine ganz eine andere Erfahrung. Und
Ja, also das wollte ich einfach mitteilen. Und es geht auch darum, dass ich jetzt dieses erste Pferd, das ich hatte, dass ich der wirklich meine Aufmerksamkeit gebe und meine Dankbarkeit, weil sie für mich so den Reigen begonnen hat, den ich jetzt ein Leben lang mit Pferden habe. Also ich habe mit 19 das erste Pferd gekauft, die hatte ich dann eben nicht lang, die habe ich weiß es wie gesagt nicht mehr, ein paar Jahre später verkauft, eben weil ich nicht zurechtgekommen bin, beziehungsweise weil dann damals meine Interessen woanders lagen, Haus kaufen und Familie gründen. Aber sie war die erste, die mich ganz intensiv gespiegelt hat. Und das nächste Pferd, das dann in mein Leben kam, das war die Tessa, eben die voriges Jahr gestorben ist. Und die Tessa, kannte ich ab 2000. Das heißt, insgesamt 20 Jahre war die Tessa meine Begleiterin. Und wenn ich jetzt rückwirkend schaue, was das für ein Pferd war, die war absolut souverän, verlässlich, zuverlässig, der konnte man vertrauen. Aber was ganz typisch war bei ihr, besonders in den Anfangsjahren, sie war sehr, sehr unnahbar, wollte keinen intensiven Kontakt, war so eine richtige Lady, für sich abgeschlossen, wollte auch nicht wirklich gebürstet werden. Und sie war im Gelände sehr, sehr flott, schnell könnte man sagen, sodass ein gemeinsames Ausreiten zum Beispiel mit anderen gar nie möglich war, weil sie immer, immer die Erste war, in welcher Gangart auch immer. Und es war dann auch nicht leicht, sie zurückzuhalten. Es hat wirklich so den Eindruck gemacht, sie möchte allein sein. Und erst in den letzten Jahren hat sie sich sehr verändert. Und wenn ich jetzt sage, dass ein Pferd einfach wirklich den Besitzer am meisten spiegelt und die Person, mit der sie am meisten Kontakt hat, dann passt das für mich sehr gut. Ich wollte zu der Zeit, als ich sie, also die meiste Zeit, wo ich sie hatte, auch keine Berührung und mit meiner Veränderung kam auch ihre. Also wie schon erwähnt, ich würde in den letzten 3, 4 Jahren habe ich begonnen, meine Kindheit aufzuarbeiten und habe begonnen, Berührung zu schätzen und habe begonnen, meinen Körper für mich wieder zu entdecken und die Verbindung zwischen mir und meinem Körper herzustellen. Und auch da hatte ich in der Tessa wieder einen Spiegel, die dann auf einmal mehr oder weniger auch süchtig war nach Berührung. Man konnte sie gar nicht genug kratzen und bürsten. Und wie sehr meine eigenen Tiere mich spiegeln, ist mir wirklich erst in den letzten Wochen eben durch die Tosca bewusst geworden. Ich mache seit 15 Jahren diese Spiegelarbeit mit Klienten. Kann genau sagen, das Pferd verhält sich jetzt so und so und da, aber dass das natürlich meine Tiere mich am intensivsten spiegeln, war mir also einfach auf diesem tiefen Level nicht bewusst. Und wenn ich jetzt das nächste Pferd anschaue, das ich mir gekauft habe, wirklich für mich zum Reiten, das war die Roxy. Die habe ich 2013 gekauft, also das ist jetzt 8 Jahre her. Und ein Pferd, zum Beispiel nicht, die möchte nicht allein sein. Die möchte nicht, also bei mir, ja, ich weiß das, wo ich sie gekauft habe, also wo ich sie her von der Alex, dass sie da problemlos rausgegangen ist und mit alleine im Gelände unterwegs war. Also bei mir funktioniert das nicht. Die Roxy geht nicht alleine weg. Die möchte unbedingt Gesellschaft. Die möchte ganz viel Berührung. Die
läuft nach und streckt das Bein hin und zeigt genau an, wo sie gekratzt werden möchte oder wo sie gebürstet werden möchte, wird ganz, ganz eindeutig in dem, wo sie Zuwendung mag. Und auch da ist jetzt für mich der Spiegel so ganz klar da. Ich mag im Moment Berührung noch und noch. Ja? Also ich habe das Gefühl, dass ich die Berührung, die ich in der Kindheit vermisst habe, jetzt ganz, ganz intensiv nachhole. Und die Roxy ist eine, die das spiegelt. Die spiegelt mir mein Bedürfnis nach Berührung. Und dieses nicht allein weggehen wollen, ich glaube, das ist noch ein Spiegel aus der, auch aus von meinem inneren Kind, dieses verlassen werden, allein gelassen werden, alleine sein, dass da noch ein Anteil von mir da drinnen steckt. Und meine Theorie ist diese, dass wenn ich das noch mehr aufgelöst habe, dann auch das sich bei ihr legen wird. Und dann habe ich noch ein paar, insgesamt haben wir ja jetzt im Moment 8 Tiere in der Herde, wobei eben 6 unsere eigenen sind. Und in jedem einzelnen Tier, das wir haben, kann ich jetzt Eigenschaften von mir erkennen. Ja, jedes Tier zeigt mir, bedingt auch durch den Charakter des Tieres, eine Eigenschaft von mir. Und nochmal, ich habe das bei allen Leuten, die zu mir kommen, ist mir das sofort klar, was die Tiere der Person, die kommt, spiegeln. Oder auch bei den Seminaren, die wir ja auch schon seit 15 Jahren machen, ist es immer so eindeutig zu analysieren, wie das Pferd auf die Person reagiert, die gerade mit dem Pferd arbeitet. Aber dass diese Tiere ja mir ganz, ganz viel spiegeln, das ist wirklich erst so, ja, jetzt wie von Schuppen von den Augen gefallen. Und das finde ich gerade also dermaßen gigantisch, dass ich da ja gar nicht aufhören kann, darüber zu reden. Und ja, und ausgelöst hat es eben jetzt mein erstes Pferd. Und was vielleicht auch noch spannend ist und da gut reinpasst, ist, dass ich eben im Moment ganz intensiv am Überlegen bin, noch ein weiteres Pferd anzuschaffen, nämlich ein neues Pferd, ein junges Pferd für mich. Ich möchte zum ersten Mal in meinem Leben für mich selbst ein Pferd anreiten und es soll wieder wieder eine Stute werden und ziemlich sicher eine schwarze Stute. Und so wie jedes Tier, das zu einem bestimmten Zeitpunkt in mein Leben gekommen ist und wird auch jetzt, wenn jetzt ein neues Pferd kommt, das erlebt mich mit einer ganz einer anderen Energiesignatur. Und deswegen erlebe ich das gerade als so eine spannende Zeit, welches Tier ich da jetzt wohl anziehen werde. Und ja, wird dann genauso wieder ein Spiegel sein für mein jetziges Sein, so wie ich halt meine jetzige Entwicklungsstufe. Und ja, es ist, finde ich, gerade wirklich eine sehr spannende Zeit für mich und ein Pferd, das mich dann weiter auch in meiner persönlichen Entwicklung begleiten wird. Ja, so, das wollte ich gerne teilen. Einfach meine Faszination, wie toll diese Tiere spiegeln. Und ja, beflügelt mich noch einmal mehr, das mit euch zu teilen, weiterzugeben. Wir haben ja jetzt ein neues Seminar kreiert, nach 1,5 Jahr Pause. Wir haben unsere Seminare umstrukturiert. Wir haben sie erweitert um die Energiearbeit, die ich in den letzten Jahren einfach
absolut schätzen gelernt habe. Und die muss jetzt einfach bei uns in die Seminare mit einfließen. Also wir werden Coaching und Spiegelarbeit machen bei den Seminaren, Meditationen. Und wir werden aber vor allem auch Energiearbeit im Raum der Pferde machen, also entweder am Reitplatz oder im Stall. Und die Esel bei uns dabei haben, wenn wir auf den Massageliegen gegenseitig aneinander arbeiten. Und da möchte ich einfach das weitergeben, was mir in den letzten 4 Jahren einfach diese tiefgehende Veränderung ermöglicht hat und diese Erkenntnisse über mich und diese Wiederverbindung von mir mit meinem Körper, mit meinem Ur-Ich, mit meiner Lebensenergie. Ja, und das spürt sich für mich einfach so stimmig an, das zu teilen. Und ja, also wenn immer das interessieren mag, das erste Seminar machen wir vom 29. bis 30. Mai. Und es geht um Veränderungen, um Entscheidungen, die man trifft und wie man diese Entscheidungen dann und diese Wahl noch umsetzt. Ja, so, ich danke euch vielmals fürs Zuhören. Das war diesmal länger. Ja, also, danke vielmals und bis zum nächsten Mal. Tschüss.